Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Retro Panda Quäßig. Und zwar heute. Heute, da spiele ich nicht nur irgendein schlechtes Spiel, sondern vielleicht das schlechteste Spiel, was es für den Game Boy gibt. Und zwar, wie komme ich zu der Annahme? Und zwar gibt es ja diese Seite GameFAQs, also nicht F-U-C-K, also Fax, sondern F-A-Q am Ende. Ist eine riesige englischsprachige Seite, die ein großes Sortiment und Bibliothek an Videospielen hat und auch Tests dazu hat. User können da Sachen bewerten und so weiter. Benutze ich immer sehr gerne als Quelle, auch für meine Recherchen, natürlich Erscheinungsjahre und so weiter. Und natürlich auch die User-Reviews, die dort sind, wo man nochmal durchlesen kann, was haben andere Spieler zu dem Spiel gedacht und so weiter. Und da kann man auch filtern, welches Spiel das am schlechtesten bewerteste, also von den Usern ist. Und das ist im Fall des Game Boys The Swamp Thing. Und da haben wir's. Deswegen, lass uns mal reinschauen. Ich habe es ja schon mal für einen der Jahresüberblicke kurz angespielt und auch da war ich nicht so begeistert, aber dass das wirklich das Schlechteste sein soll, da war ich natürlich selber etwas überrascht, muss ich sagen. Naja, schauen wir mal. Also ich finde so, der Intro- oder Start-Screen sieht gar nicht so verkehrt aus eigentlich, ne? Aber gut, schauen wir mal rein. Man sieht es, 92 von THQ gepublished. Ja, ist natürlich von den berühmten Monster, das Ding aus dem Sumpf heißt es, glaube ich, im Deutschen. Aber schauen wir mal. Also, The Evil Dr. Anton Arcane, herrlicher Name übrigens, has hatched a scheme to rule your world. Also, der böse Dr. Arcane hat einen bösen Plan entwickelt. Und zwar möchte er ein Mutationsserum in die Atmosphäre freilassen. Und diese werden alle Einwohner der Erde in böse Unman, ja Unmenschen, verwandeln und ihnen dienen. Okay? Aber da ist ein einziges Hindernis, was ihnen sich im Weg steht. Das Sumpfding. Warum auch immer, weil der anscheinend der Defender of the Biosphere, also der Verteidiger der Biosphäre ist. Das Sumpfding kann Dr. Arcane vom Blablabla, also ja, wir müssen den bösen Dr. Arcane. Ich lese das jetzt nicht alles durch, ganz ehrlich. Wieso braucht man da jetzt so eine aufwendige Geschichte, oder? Mein Gott, geh hin und hau Leute aufs Maul wahrscheinlich, keine Ahnung. Also... okay, scheint so eine Art... mit verschiedener Musik sogar, hört ihr das? Kann man einen Remix draus machen? Also scheint man sein Level auswählen zu können. Ich würde sagen, wir fangen einfach oben an bei dem Baum. Oh. Hübsch. Hübsch. Was können wir machen? Wir können springen. Keine Hörspur, das einzusammeln. Oh, der Rahmen bleibt. Und... ah, das scheint unser Eingriff zu sein. So eine Schallwelle oder was soll das sein? Oh. Oh, Cola-Flaschen. Warum kann ich die jetzt nicht einsammeln? Kann ich auch nicht zerstören. Aber da ist doch so ein Rahmen drum. Ha. Dann springen wir mal hier oben. Oh, das ist abwechslungsreiches Level-Design. Ah, sind wir oben. Was ist hier jetzt? Ah. Da konnte ich jetzt was einsammeln. War das so ein Secret oder was? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber... hä? Unten blinkt's? Was denn? Was ist denn? Das macht doch gar nichts. Ist die Zeit schon abgelaufen? Also ich nehme an, da unten wird mein Lebensbalken sein. What the fuck? Ey! Achso, mir ist irgendwie im Erdreich oder sowas. Aber warum fand ich die Energie? Was soll dieser Käfer da? Was soll das darstellen? Ist das ein Feind? Oh. Ey, das sieht aus wie Staubsaugerroboter oder sowas. Was soll denn das sein? Vor allem, wieso geht er nicht tot? Doch, geht tot. Also die Steuerung, die geht eigentlich, muss ich sagen. Also die ist jetzt nicht so, dass sie jetzt groß leckt oder sowas. Ey! Ey, die Musik.
Musik geht mir jetzt schon auf den Geist, ne? Was muss ich jetzt machen? Also ich schätze mal irgendeinen Gegner erledigen. Was ist überhaupt das Ding hier? Ist es weg? Was wäre da unten für Blätter angezeigt? Ich bin verwirrt. Aber guckt euch mal diese liebevolle Hintergrundgestaltung an. Herrlich. Also, grau. Das scheint man gemacht zu haben. Ich frage mich, was diese Cola-Flaschen hier... Das fällt runter. Ne? Hä? Oh! Wie man sieht, es gibt Slowdown. Ist ja auch ganz einfach zu erklären. Ich meine mal, diese aufwendigen Grafik... Das ist klar, dass der da nicht so aufwendig sein konnte, ne? Und das hält das System halt nicht aus. Ja. Wieso falle ich... Hä? Ich verstehe halt nicht, warum ich hier konstant Lebensenergie verliere. Also, was ich... Das ist... Wieso kann ich da nicht hochspringen? Ja, komm. Oh komm, lass mich sterben! Also merken diese Dinger, die eine Plattform binden, die verschwinden. Ich hab doch gedrückt! Jetzt habe ich gerade die Steuerung gelobt. Ne? Ich hab gedrückt. So. Ach, die. Das verschwindet da auch. Ja, muss ich da jetzt... Ja, das war intuitiv, würde ich sagen. Was zum Teufel? Vor allen Dingen, ich weiß nicht, die haben sich ja die Hintergrundgrafiken ja komplett gespart, ne? Ist entweder grau oder halt weiß. Haben sie dafür kein Geld mehr? War die Lizenz so teuer? Ja... Gibt es hier auch mal irgendwie Gegner, die ich besiegen muss? Das ist irgendwie so... Oder ist das hier der Staubsaugerkäfer? Ey, was soll... Vor allem diese Slowdowns. Die kann ich mir echt nicht erklären. Ganz ehrlich. Ja. No? Bestes Spiel, würde ich sagen. Also, ich habe ja schon... Bin ich da in dem... Ich wollte gerade sagen, also, ich habe ja schon meine... Ich mache ja momentan meine... also, die Liste gibt's schon, wenn das hier ausgestrahlt wird. Aber... Ich arbeite ja oder habe eine Top 20 Gameboy-Spielliste gemacht. Also aller Zeiten super Spiele. Ich glaube, sie muss hier doch nochmal überarbeiten, das Video löschen, weil. Also, Platz 1, oder? Also, diese liebevolle Gestaltung. Ja, gucken wir uns mal die anderen Umgebungen an. Vielleicht sind die besser. So, machen wir mal hier. Wüste oder Pyramide, was das sein soll. Schildkröte auf den Rücken. Die fasst das Spiel eigentlich sehr gut zusammen, würde ich sagen. So fühle ich mich auch gerade. Guck mal, wie der da... Die Duck-Animation, das sieht aus, als ob er gleich kacken würde, oder? Was ist das denn jetzt? Okay, hier... Ach, ich glaube, wenn ich hier diese Dinger werfe, die kosten mich Energie. Also meine Waffe kostet mich Energie anscheinend. Was, keine Ahnung, vielleicht werfe ich Sumpf? Oder das sah ja gerade so ein bisschen wie Wasser aus. Ach, wenn ich hier Wasser werfe, dann kann ich ja vielleicht den Schild... Dreh dich um. Schildkröten helfen. Ah, und dann kriege ich so positive Energie oder was? Ah!
Ich finde einen Sinn dahinter. Okay, also den Schuss kann man anscheinend nicht spammen. Logisch. Gut. Aber auch hier, ne? Seht ihr die schöne Hintergrundgestaltung? Also wenn man so die Palmen sieht und... Ey, der Knapsack, was ist das denn da? Ist das wirklich hier so ein Wasserball? Ach, und die Schlange ist auch. Und ich habe ein bisschen Wasserball eingesammelt, weil das Sumpfwesen machen. Guckt euch das mal an, ey. Zwei Gegner auf dem Bildschirm und schon. Oh nein! Das kostet so viel Power! Ach, die muss ich auch hier bewässern. Böser. So. Du wirst bewässert. Du wirst kaputt gemacht. Hey. Also auch abgesehen von der simplen Grafik und Technik. Es macht einfach keinen Spaß. Weil ich sehe das Spielprinzip, das dahinter steckt, einfach nicht. Ich muss ja Gegnern ausweichen und vertrocknete Schlangen bewässern. Die ich noch immer haklich treffe. Guckt euch das mal an, ey. Ich bewerf da die... Und los! Noch diese Musik. Also, fassen wir mal zusammen. Technikkacke, Musikkacke. Also, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ich frage mich, oder muss ich hier irgendwie, ich drücke hier mal Select oder sowas. Weil mit diesen Cola-Dosen muss ich doch auch irgendwas machen, oder? Da ist doch so ein Rahmen. Boing, boing. Das hat ja echt einen geilen Sprungsound, ne? So boing. Das, ich stelle mir gerade hier so dieses Sumpfmonster vor, wie das über so boing, boing. Ne, kommen wir jetzt zu einer Art Endboss hier. Ah. Seht ihr das? Reibt euch die Augen, Leute. Wir haben Hintergrundgrafik, die nicht grau oder weiß ist. Sie wiederholt sich zwar und sieht aus. Und es geht nicht weiter. Aber wir haben Hintergrundgrafik. So, komme ich hier rein. Ah, okay. Was ist das denn, Boy? Ey, sorry, Leute, ich kann gerade nicht mehr. Wie scheiße ist das? Von unten hat es mich nach oben teleportiert, jetzt kann ich... Was ist denn? Ach, das hier so quasi so Scheiterrätsel oder was? Hurra. Das hat das Spiel noch gebraucht, ey. Jetzt muss ich hier wirklich die richtige Reihenfolge von diesen Dingern. Also hier oben, dann mal rechts. Nee, dann linken, okay. So, also, bam. Ach, wieder falsch. Links, dann den, dann bin ich tot. Warum auch immer? Weil ich ausgetrocknet bin, oder? Also, ich merke schon, warum das Spiel so eine schlechte Bewertung bekommen hat. Alter. Okay, machen wir nochmal das Eislevel, aber... Da ist kein Spiel dahinter. Es ist undurchsichtig, die Grafik ist scheiße. Guckt euch mal, wie das ruckelt, ey. Was ist das denn? Das ist Brain. Guckt euch mal das Cover an. Ich spiele so ein fieses Monster... Und wer von einer Spraydose angegriffen?
Die muss auch bewässert werden, okay. Auch die Musik, ne? War es, keine Ahnung, wer die Musik gemacht hat. Wahrscheinlich irgendein Bob oder sowas. Ey, wir brauchen mal die Musik für unser neues Gameboy-Spiel. Okay, piep, piep, piep. Wird wahrscheinlich da irgendwie zufällig auf irgendwelche Tasten gedrückt. Und dann das dann Musik genannt, ey. Ein anderes Form-Thing. Wieso bewirft er mich mit Matsch? Hey, wir sind doch Kumpels. Weg ist er. Ich bin schon wieder halb tot. Voll geil, ne? Spiele. Ein Wasser müsste ich doch eigentlich können, ne? Ich probiere es nicht aus, weil ich kann es hundertprozentig nicht. Guckt euch mal diese Spraydose an. Wie soll ich die denn vernünftig treffen können? Achso, die normalen Wellen. Aber auch nicht wirklich. Wie soll ich denn diese Spraydose vernünftig treffen? Ehrlich jetzt. Also es wird sein, die schlechte Bewertung gerecht. Ich glaube, so ein schlechtes Spiel habe ich hier in dieser Serie echt noch nicht gespielt. Guckt euch mal an. So treffe ich sie, gerade so. Ne? So denn aber nicht. Das verstehe ich nicht. Es fliegt doch zumindest optisch auf derselben Linie. Warum kann ich es denn hier vorne treffen und hier aber nicht mehr? Haben die da irgendwie schiefe Linien eingebaut? Oder vor allen Dingen, wenn ich's, den Angriff kann ich nur machen, wenn ich voll nach oben gesprungen bin. Ich kann das hier nicht auf mittleren Weg quasi machen. Ach komm. Also, ob das aller schlechteste Spiel ist, das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich habe jetzt auch nicht alle Gameboy-Spiele, die es jemals gab, gespielt. Aber es ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Finger weg von diesem Spiel. Tut's euch nicht an, auch nicht aus Neugier. Es macht keinen Spaß. Nicht mal ansatzweise. Also, trotzdem, danke, dass ihr reingeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, macht's gut. Schönen Tag noch. Tschüss.